So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17 und ja, wir waren stehen geblieben vor dem Spiel gegen Ingolstadt, nachdem wir gegen Berlin gewonnen haben, ja. Das war echt ein gutes Spiel, glaube ich, gegen Berlin. Ich kann mich da gerade nicht mehr so gut erinnern, ist schon 3 Tage her, seitdem ich aufgenommen habe. Ich denke, es wird gut gewesen sein. Schauen gerade einmal rein. Ja, wir schauen gerade einmal rein. Ich denke, es war gut. Nein, da bin ich doch gar nicht drauf. Zeig mir das Ergebnis. Ja, das war ein gutes Spiel, das wir abgeliefert haben. Ja, wir sind auf dem Weg Richtung unserem nächsten Champions League-Spiel gegen Real Madrid. Und das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Aber heute erstmal Ingolstadt nicht zu unterschätzen. Sind zwar Letzter in der Tabelle. Ja, überhaupt keine gute Saison bis jetzt, aber trotzdem dürfen wir sie nicht unterschätzen, ne? Genauso wie wir gar keinen, also niemanden unterschätzen dürfen, nochmal, sage ich immer wieder gerne. Ja, Aubameyang ist mit der Nationalmannschaft weg, dafür spielt dann Eggestein, also der rückt dann quasi von der zweiten Mannschaft für dieses Spiel in die erste auf die Bank. Vielleicht bekommt er sogar seinen Einsatz. Gucken wir mal, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Und ich habe eure Kommentare gelesen. Jemand wollte, dass ich mal mein Blickfeld zeige. Ja, hier ist mein Blickfeld. Sehr viele Talente drin. Ein paar Stammspieler. Wir müssen noch dran denken, dass wir uns Mastur holen. Nächstes Jahr, nächste Saison, wenn er dann wieder bei Milan ist. Ja, der ist zu schwach. Ach. Das ist auf jeden Fall mein Blickfeld hier. Ziemlich viele Spieler eigentlich drin für mich. Ich habe da eigentlich sonst nie so viele drin. Wenn euch noch irgendwelche Leute einfallen, schreibt es gerne rein. Und ich sollte noch meine Transfers einmal zeigen. Ja, das kann ich auch gerne tun. Hier sind die Transfers, die ich getätigt habe. Die Leute, die ich verkauft habe. Ich sortiere das mal nach Ablösesumme. Wir haben sehr viele Transfers getätigt bis jetzt in dieser Saison. Aber so langsam, also die Mannschaft ist auf jeden Fall jetzt schon so, geht in die Richtung, wo ich sie auch will. Ja, sehr viele Transfers getätigt, Götze verkauft. Auch sehr viele Leute verliehen diese Saison, ne, gekauft und verliehen. Talente investiert, also in Talente investiert. Dann haben wir uns ja Pjanic gekauft. Dann ist ja auch die Saison, wo jetzt Schürrle gewechselt ist zu Dortmund. Ja, dann haben wir uns für sehr viel Geld Thielemans gekauft. Ja, aber auch ein sehr gutes Talent. Dann haben wir uns, dann wurde ja auch Guerrero gekauft. Und wir haben uns Timo Horn gekauft. Podolski haben wir uns jetzt gekauft. Ja, und sonst in Talente investiert. Wie zum Beispiel in Cornet. Für den haben wir 4 Millionen hingeblickt. Dafür, dass der jetzt nicht spielt bei Bielefeld. Ja, ja. Können eigentlich mal Früchtel jetzt aus unserem Blickfeld raushauen, weil den haben wir ja jetzt bei uns aus Blickfeld entfernen, weil der ist ja jetzt bei uns. Genauso wie Songhuli, der ist ja auch schon bei uns. Serge Gnabry habe ich übrigens gesehen, der hatte jetzt, wo ich ihn hier gerade sehe, der hatte jetzt in echt, hatte er sein Debüt in der Nationalmannschaft, glaube ich. Hat direkt mal San Marino mit weggeboxt. Ich wollte jetzt nicht weggefickt sagen. Auf jeden Fall habe ich aber noch was anderes. Ich habe heute gesehen, heute an dem Tag, wo ich es aufnehme, haben wir gerade die 1000 Abonnenten geknackt. Und das ist so unglaublich. Das ist so geil. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich jemals irgendwann mal auf YouTube 1000 Abonnenten haben würde mit dem Zeug, was ich mache, dass das irgendwen interessiert, was ich hier mache. Aber das ist einfach nur unglaublich geil. Jeder Kommentar, den finde ich geil. Und schreibt gerne mehr Kommentare. Ich lese die gerne. Ja. Auch wenn ich nicht auf alle antworte. vor allen Dingen nicht auf. Also ich habe auf viele Kommentare bei dem Tutorial nicht geantwortet. Einfach, weil sie schon in den Kommentaren oft gestellt wurden, Fragen. Und seid mir nicht böse, aber ich habe auch keine Lust, nur weil ich ein Tutorial mache, habe ich keine Lust, Fragen 100 Mal zu beantworten. Und, also was heißt 100 Mal? So viele Kommentare sind es gar nicht. Aber ich habe auch keine Lust, Sachen 5-mal die gleiche Antwort zu geben. Da verweise ich doch lieber auf das Forum.
auf andere Kommentare, die schon gegeben wurden. Wenn ihr euch da ein bisschen umguckt, werdet ihr sehen, da löst sich eigentlich fast jedes Problem, was ihr habt. Und auch ich habe einige Probleme gehabt, mit dem Fußballmanager den ans Laufen zu kriegen, aber ich habe mich auch durch das Forum gewuselt und habe die Lösung gefunden und er läuft wunderbar, er ist bis jetzt noch nicht einmal abgestürzt bei mir, außer dieser scheiß eine Bug hier, dass ich keine Pop-Ups mehr habe, in der Taktik, zum Beispiel, dass die Prozente nicht mehr angezeigt werden und sowas, aber darüber kann ich hinweg sein. Ja, bei dem Bug, den habe ich schon sehr oft gehabt, ich weiß aber einfach nicht, wie er weggeht. Gut. Ja, auf jeden Fall dickes Dankeschön für die 1000 Abonnenten. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Ich will ein Special machen oder irgendwie sowas, aber ich bin da so unkreativ. Ja, die Folge ist auch noch nicht gelaufen, wo ich schon das letzte Mal danach gefragt habe. Deswegen warte ich mal ab. Vielleicht schreibt ja einer das ein oder andere. Ich glaube, wenn einfach nichts kommt, dann mache ich einfach das unkreativ so und mache einfach eine Roomtour. Weil ich bin da echt nicht kreativ, was sowas angeht. Deswegen habe ich bis jetzt auch noch keins gemacht. Ja, unsere zweite Mannschaft ist im Moment mit Till und sowas, also mit Till und mit Songhuli, der ist im Moment nicht wirklich gut drauf von der Moral her, aber er will auch Stammspieler sein. Aber er ist ja auch Stammspieler, deswegen verstehe ich halt nicht. Naja, er muss wahrscheinlich noch öfter spielen einfach dafür. Ich weiß halt nicht, was die hier wollen von mir. In der zweiten Mannschaft vielleicht, dass nicht alle ein Dings haben, nicht alle guten Spieler einen Mentor. Können wir gucken bei Gnädig, ob der mal wieder einen Mentor haben möchte. Ne, Gnädig kann immer noch keinen Mentor bekommen. Gehen wir weiter. Hier sollte eigentlich alles okay sein. Wir gucken gerade nochmal die zweite Mannschaft. Dankeschön, dass wir nochmal in der zweiten Mannschaft ein bisschen reden. Kümmere dich um Songhuli. Du kannst die Sprache. Du hast gut trainiert. Du hast auch gut trainiert. Wir gucken halt mal, dass wir die zweite Mannschaft von der Teamdynamik auch ein bisschen weiter hochbekommen. Denn 135 im Minus noch ist sehr, sehr viel im Minus. Also es könnte auch sehr viel besser sein. Aber, das machen wir schon. Wir kriegen die zweite Mannschaft auch noch richtig gut. Aber das, denke ich, würde auch ein Ziel sein, die zweite Mannschaft in die dritte Liga zu bringen. Das wird auch ein Ziel werden, was wir uns erst nächste Saison dann stecken werden. Weil die brauchen alle auch noch Eingewöhnungszeit und zusammengewürfelt junge Leute, junge Typen. Und vielleicht ist auch der Trainer nicht der Beste. Aber Steffen Freud, denke ich, wird das schon gut machen. In der zweiten Mannschaft. Sonst werden wir Hannes Wolf einfach wieder die Amateurmannschaft übernehmen lassen. Aber genug gelabert. Wir gehen jetzt rein ins Spiel gegen Ingolstadt. Gucken noch einmal, wer die Sonderbewachung kriegt. Das kriegt Hinterseher. Und dann geht es los. Was mir gerade noch einfällt, ich wurde auch gefragt, ob ich nicht mal 3D-Spiele machen kann. Und zu den 3D-Spielen kann ich sagen, ich habe in der letzten, also im letzten Projekt vom Fußballmanager 15-16, habe ich die Erfahrung gemacht, für mich persönlich, dass mir die 3D-Spiele ziemlich auf den Sack gehen, weil ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber in den 3D-Spielen habe ich, glaube ich, richtig, richtig viele Karten kassiert oder mir sind richtig viele dumme Sachen sind dann da passiert in den 3D-Spielen, wo ich mir einfach nur so gedacht habe, nee, da spiele ich lieber Textmodus. Deswegen 3D-Spiele bin ich nicht mehr so der Freund von. Tut mir leid, ich mag halt einfach den Textmodus lieber, weil, ich weiß nicht, ich finde, die 3D-Spiele kann man zwar in meiner Sicht besser kommentieren, wegen dem Geschehen, dann kann man halt den richtigen Kommentator raushängen lassen, aber ja, der Textmodus, der gefällt mir doch um einiges besser. Deswegen wird es bei mir, denke ich, nur einen Textmodus geben und ich wurde auch gefragt, ob ich nicht mal noch ein Projekt machen kann, wo ich dann viele Spiele zeige und vielleicht nur hier Dings mache, Videotext. Spiele und sowas, da bin ich nicht so der Freund von, weil ich da dann viel zu wenig zu kommentieren habe. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach rein ins Spiel. Und ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher, ob ich es nicht vielleicht schon gesagt habe zu den hier Videotext-Spielen oder dem Videotext-Karrieremodus. Weiß ich gar nicht genau, ob ich das nicht schon mal erwähnt habe. Ich habe gerade irgendwie so ein kleines Déjà-vu. Keine Ahnung, wenn ich es aber schon mal erwähnt habe, dann nehmt das einfach hin. Gut,
dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein ins Spiel gegen Ingolstadt. Mal sehen, was heute kommt, mal sehen, was heute wird. Ich bin gespannt. Gegen den letzten Platz, gegen Ingolstadt, bis gleich. So Leute, willkommen zum 25. Spieltag der Bundesliga. Wir spielen heute gegen den FC Ingolstadt und ja, wir spielen heute gegen den letzten, der zweite gegen den letzten. Ja, mal sehen, was heute kommen wird. Mit einer etwas, ja heute mal wieder mit Podolski im Sturm, weil Aubameyang irgendwie einfach weg ist. Ich hoffe, Aubameyang wird zu dem Champions-League-Spiel wieder da sein. Stefan Lex holt sich bei einer schönen Einzelaktion eine Ecke für Ingolstadt. Ecke von rechts. Torhüter Horn kommt raus, greift sich dazu, hat den Ball. Sehr schön. Pascal Groß schüttelt nur den Kopf. Ja, dann vielleicht mal mehr machen. Wir spielen mit drei offensiven Spitzen. Also, oder drei Spitzen wieder sehr offensiv. Morales kann Podolski dann nur mit einem taktischen Foul stoppen. Gute Freistoßentfernung hier für uns jetzt. Hinterseher, gelingt es aus dem Gefühl ein Tor. Sokrates beschwert sich massiv. Hinterseher wird direkt befragt. Okay, Hinterseher war ein fairer Sportsmann. Hat zugegeben, dass er sich da mit unfairen Mitteln Platz verschafft hat. Das Tor wird nicht gegeben. Weiter Ball von Morales jetzt mal. Horn spielt da gut mit und kommt rechtzeitig heraus, fängt das Leder vor Hinterseher ab. Ja, momentan macht Ingolstadt tatsächlich so ein bisschen das Spiel. Was ist da los, Leute? Zeigt mal ein bisschen was von der Torgefährlichkeit, die wir das letzte Mal hatten. Also die letzten Spiele. Jetzt mal eine sehr gute Chance. Weigel hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilvorlage von Pjanic. Spielt schön in den Rücken der Abwehr zu Podolski. Der schiebt trocken ein ins verlassene Tor. Pam, Junge. 1-0 Lukas Podolski. Jawohl, so will ich das sehen hier. Dritte Vorlage von Weigel. Wir sagen mal weiter so. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nächste große Möglichkeit direkt im Anschluss. Dembele passt zu Schürrle, trifft aber nur die Latte. Schürrle, schade. Aber trotzdem eine gute Möglichkeit gewesen. Lex nimmt in einem Zweikampf mit Pjanic das Bein etwas zu hoch. Trifft leicht das Gesicht, gibt die gelbe Karte wegen gefährlichem Spiel für Stefan Lex hier. Nächste gute Möglichkeit für uns. Wieder eine Großchance. Ist jetzt schon die dritte. Abgefälschte Flanke von Kagawa. Landet am kurzen Pfosten. Nyland reagiert zu langsam. Lukas Podolski steht genau richtig und schiebt ein zum 2-0. Jawoll! Da ist er, der Podolski. Da ist er. Steht genau da, wo er stehen muss. Macht hier das 2-0. Geil. Ja, wir sagen wieder weiter so. Wieder kommen erneut. Auch wenn der Schiri langsam ja, ein bisschen angepisst von uns ist, aber ist mir egal. Ja, Podolski macht heute ein Riesenspiel. Möglichkeit für Ingolstadt. Lecky wird halblinks im Strafraum von Groß schön freigespielt. Schießt, trifft den Ball nicht richtig. Sokrates klärt. Sehr schön. Nächste gute Möglichkeit, Konterchance für uns. Weigel passt auf Podolski. Der kommt über links, passt in der Mitte auf Dembele. Der schiebt locker ein. Nyland schimpft über seine Vorderleute. 3-0. Vorlage Lukas Podolski. Dembele macht das Tor. Ja, was ist das heute für ein Spiel von Podolski? Zwei Tore, eine Vorlage, an allen Toren beteiligt. Effektiv. Sehr geil. Ja, wir sind Herr des Geschehens. Habe ich eigentlich nichts anderes erwartet. Aber Ingolstadt hat trotzdem die Chancen. Also hat trotzdem seine Chancen. Ecke kommt nach vors Tor. Keine Mühe vor Timo Horn. Gleich müsste es jetzt mal die Halbzeit. In die Halbzeit gehen. Na? Wir haben in der ersten Halbzeit mit dem Gegner Walzer getanzt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Lukas Podolski macht heute ein bärenstarkes Spiel. Zwei Tore, eine Vorlage.
Das ist, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Podolski macht ein richtig, richtig gutes Spiel, aber genauso wie Sokratis. Gucken wir, wie es in der zweiten Halbzeit wird. Wir bleiben einfach so auf der Aufstellung oder mit den Leuten. Ist ja sehr gut gelaufen. 3-0 zur Halbzeit kann man auf jeden Fall so stehen lassen gegen Ingolstadt. Levels kommt rein für Hada Gjonai. Wird er so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gerade nicht genau, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Pascal Groß nimmt im Zweikampf mit Pjanic das Bein zu hoch. Gibt auch gelbe Karte hier für Groß. Groß, nicht Groß. Pascal Groß auch ein sehr guter Spieler eigentlich. Ja, ein gutes Talent eigentlich auch. Hat sich bei mir, hat eigentlich bei mir immer gut gespielt. Nächste Großchance jetzt hier mal für uns. Dropkick von Dembele aus 13 Metern. Aber Nyland ist am Pfosten. Hat den Ball. Folgerichtig. Nächste Möglichkeit. Weigel spielt auf dem mitgelaufenen Dembele frei. Dessen Flachschuss geht aber knapp am rechten, am linken Pfosten vorbei. Schade. Herr Weigel macht heute auch ein gutes Spiel. Vor dem Strafraum der Ingolstädter leitet Weigel stark auf Dembele weiter. Der Freistoßbitter lässt es rechts durch. Bleibt mit seiner flachen Hereingabe aber an Suttner hängen. Ecke von Dembele wird zunächst herausgeköpft, kommt aber direkt vor dem Strafraum auf Weigel. Der dreht sich und trifft aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten. Schade. Ah, Dreck. Gut, wir lassen unsere Leute mal aufwärmen. 58. Minute jetzt. Da können wir ja mal unsere Leute aufwärmen lassen. Angriff der Borussen über Julian Weigel und Shinji Kagawa. Der flankt flach nach innen. Unsicherheiten in der Abwehr bescheren uns eine Ecke. Nächste Ecke getreten von Dembele. Romain Brigerie steht in Richtung Torgewand, trifft nur Volley, will den Ball Volley klären, schießt sich an den eigenen Kopf. Ja, und der Ball geht Zentimeter am Tor vorbei. Da hast du nochmal richtig Glück gehabt in der Situation. Eieiei, nächste Ecke. Podolski versucht sich dagegen, Morales mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Folgerichtig gibt es Freistoß für Ingolstadt. Podolski. Ich denke, bei einem Stand von 3-0 kann man dann auch mal gleich Eggestein sein Debüt geben. Ja. Brigerie riskiert einen Freistoß. Plumpe Grätsche von... riskiert einen Strafstoß. Plumpe Grätsche gegen Podolski. Hat Glück gehabt, dass der Schiri das nicht gesehen hat. Du. Böse Brigerie. Es kommt Roger rein für Lex. Auf der Seite von Ingolstadt. Wir werden jetzt gleich auch mal wechseln. Um genau zu sein, jetzt. Podolski hat ein Bärenspiel gemacht. Ich werde ihn auswechseln und Eggestein sein Bundesliga-Debüt geben. Beim Stand von 3-0 kann man das, denke ich, mal machen. Der Rest geht erstmal so weiter. Ja, Podolski auf jeden Fall sehr stark gespielt heute. Wird auch geschont fürs Spiel gegen Real Madrid. Pjanic darf ja nicht spielen, deswegen wird Pjanic auf jeden Fall durchspielen heute. Weigel attackiert hier im Mittelfeld wie ein Verrückter. Ist nur am Rasieren, der Typ. Hinterseher taucht plötzlich alleine vor Horn auf, doch statt zu schießen, schlägt er noch einen Haken, legt sich den Ball auf den anderen Fuß und letzt überlegt ein. Anschlusstreffer, 3-1. Ja, da hat Ingolstadt sein Tor durch Lukas Hinterseher. Haben sie sich auch mal belohnt für ihre ganzen Chancen. Stört mich jetzt nicht so krass, es sei denn, sie machen jetzt das 3-2, dann stürzt mich. Da taucht der Nächste, schlägt noch einen Haken und vertändelt die Chance. Das wäre es gewesen, 2 Tore innerhalb von 2 Minuten durch die gleiche Möglichkeit. Weiter Einwurf von Schüle, Nyland kommt heraus, fängt den Ball locker. Ja, ich sag mal, dass die Leute sich jetzt konzentrieren sollen und hier nicht noch irgendwie eine Scheiße machen. So, wir wechseln jetzt mal Sokratis aus. Dafür kommt dann Ginter rein. Sokratis auch kann sich schon mal schonen für das Spiel gegen Real Madrid. Da werden wir ihn auf jeden Fall sehr, sehr brauchen. Nächste Möglichkeit hier. Pascal Groß spielt Kittel einen Doppelpass. Defensive Gastgeber schaut zu. Der mit Gelb belastete Mittelfeldspieler flankt von links rein und Hinterseher köpft ein. 3-2. Leute, das geht jetzt aber nicht. Leute, was ist hier? Das Spiel entgleitet uns noch in den letzten Minuten, oder was? 3-2. Noch ein Anschlusstreffer.
Was zur Hölle? Wir wechseln Sanchez ein für Weigel. Das habe ich jetzt gerade mal schnell gemacht. Weigel war auch schon ziemlich kaputt. Das Spiel hat keinen Verlierer verdient, das sehe ich aber schon so. Eggestein heute macht kein gutes Spiel. Vielleicht war die Auswechslung von Podolski auch ein Fehler. Nächste Möglichkeit, gute Möglichkeit für Ingolstadt. Sehr gute Möglichkeit für Ingolstadt. Stürmer kreuzen ihre Laufwege. Kittel spielt genau in die bietende Schnittstelle zu, Hinterseher. Timo Horn aus 11 Metern keine Chance lässt und einschiebt. 3-3. Hinterseher macht hier seinen scheiß Hattrick. Was zur Hölle? Meine Möglichkeit noch für uns hier. Dembele und Pjanic kommt der Ball zum agilen Renato Sanchez. Der schießt, der Ball wird abgefälscht. Dennoch kann der Torwart mit einem reflexartig zur Ecke lenken. Alter, was ist das denn hier? Und da ist uns das Spiel echt noch entglitten. What the hell? Puh! Die Abwehr von Ingolstadt klärt souverän die Ecke von Dembele hier gerade. Wir sagen jetzt mal alles nach vorne werfen. Wir müssen alles nach vorne werfen jetzt. In der Situation, Nachspielzeit wird eine Minute angezeigt. Schlusspfiff. Ist ja unglaublich. Wir haben echt noch unentschieden gespielt. 3-3. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin endlos enttäuscht gerade. Ist ja unglaublich. Wir gehen in den Nachbericht. Was zur Hölle ist da gerade passiert in dem Spiel? Wir waren 3-0 vorne, haben das Spiel dominiert. Ingolstadt hat richtig scheiße gespielt. Und wir richtig gut. Und dann wechseln wir Podolski aus und dann entgleitet uns alles, oder was? Das kann doch nicht sein. Also da hat die Hintermannschaft auf jeden Fall noch ordentlich was zugelassen. Guckt euch mal die Noten an und Hinterseher hat einfach mit seinen 3 Toren eine Note von 2,5 nur. Das heißt, er hat auch richtig scheiße gespielt die ganze Zeit. Und oh, was zur Hölle, Alter? Ey. Also ich finde, die haben das auf jeden Fall nicht verdient. Chancen waren zwar da für Ingolstadt, aber das haben sie nicht verdient, dass sie jetzt hier noch unentschieden, dass wir noch unentschieden gespielt haben. Unglaublich, ich bin gerade richtig pisst. Ich bin gerade unglaublich pisst, ja. Vor allen Dingen, weil wir jetzt schon wieder Punkte auf Bayern liegen lassen haben. Ah. Egal, Podolski hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, 2 seiner 3 Tore für uns heute geschossen. Weigel hat auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber es ist doch einfach unglaublich, oder? Guck mal, wir sind von der Leistung her 5. gewesen und Ingolstadt 13. Und wir... Das ist eine Niederlage. Ich kann das nicht als unentschieden sehen. Das ist heute eine Niederlage, eine gefühlte. Unglaublich, was da passiert ist. Unglaublich. Aber das ist der Fußball. Ja, das ist Fußball. Ja, Flop Eggestein ist als Flop gedingst worden. Wow. Aber wen jetzt in die erste Mannschaft gezogen haben. Aber echte Verstärkung Podolski und eine Sensation ist Pjanic. Oder Sensation eingestuft sogar. Okay. Endlich Licht. Köln hat es zum ersten Mal in dieser Saison geschafft, aus den Abstiegsplätzen rauszukommen. Geil. Geil. Sind sie auf dem 16. Platz angekommen. Haben gewonnen gegen Ingolstadt. Natürlich haben sie gegen Ingolstadt gewonnen. Und gegen Hertha haben sie gewonnen. Sehr, sehr geil. Aber bei uns, das war jetzt überhaupt nicht geil. Timo Horn bekommt Sondereinsatzprämien. 7 Tage ist Reus noch verletzt. Ein Mitarbeiter nimmt das Angebot an. Unser Scout verlängert seinen Vertrag. Ja, Eggestein zurück in der Reserve. Ey, es ist ja unglaublich, ey. Hätte ich das mal so gelassen. Es kann doch nicht sein, dass es nur daran gelegen hat, dass wir Podolski ausgewechselt haben, oder? Sag mir bitte, dass es nicht daran gelegen hat. Ah, ist doch scheiße, ey. Ohne Witz. Ja, heute spielt unsere zweite Mannschaft. Da kann Eggestein dann direkt auch nochmal spielen. Da spielt er dann wieder Stamm. Und sie verlieren gegen die von Schalke. Ah. 1-0. Knapp. Aber sie haben verloren. Gut, wir haben... Jetzt zählt's. Haben wir ein Spiel. Schade, dass wir unentschieden gespielt haben. Vielleicht ist die Mannschaft ja jetzt nicht mehr so gut drauf. Aber wir spielen als nächstes gegen Real Madrid wieder in Madrid. Und das wird eine Herausforderung, Leute. Pjanic darf nicht spielen, Reus ist immer noch verletzt. Ja. Dembele soll... Nee, das machen wir anders. Dembele wird spielen. Und hier kommt Renato Sanchez. Der ins offensive Mittelfeld geht.
Guerrero spielt. Dafür lassen wir mal. Ja, Guerrero. Ja, ich weiß nicht. Wir können ja Guerrero zur Not auch noch hochziehen innerhalb des. Innerhalb des Spiels können wir ihn ja auch noch wechseln. Kagawa ist ein bisschen müde. Muss aber heute spielen. Oder muss spielen gegen Real Madrid. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich schon unsere Aufstellung. Ja, für das Spiel gegen Real Madrid. Aubameyang ist auch wieder da, ist fit und frisch. Das freut mich. Hat nicht ganz so die Überfitness, aber ja doch. Ist alles okay. Gut, dann würde ich sagen, unglaubliches Spiel heute. Das ist uns eiskalt noch entglitten. Aber meine Laune durch die 1000 Abonnenten ist eigentlich so gut, dass ich eigentlich gar keine schlechte Laune haben kann. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ja, und das nächste Spiel muss besser werden. Ciao.